Ich glaube, dass das Internet durch seinen anonymen Raum, den es vielen Menschen gibt, ja, Hass ermöglicht und auch Hass beschleunigen kann, dadurch, dass Menschen sich sicher fühlen, wenn sie andere Menschen mobben oder ärgern wollen. Ich habe persönlich die Beobachtung gemacht, ich kann jetzt nicht repräsentativ sprechen, dass es mehr wird, dass mehr Menschen einfach das Internet benutzen und dadurch auch mehr Menschen andere Menschen ärgern können. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, inwieweit wir das eigentlich zulassen wollen als Gesellschaft, dass wir einander so begegnen mit so viel Verachtung. Und ich glaube, dass wir auch Rechtsstaatlichkeit brauchen, die die Justiz und vielleicht auch die Polizei in die Lage versetzen, gegen Hass und Hetze im Internet vorzugehen.